Dresden. Diese Schule lässt es krachen. Ich bin nicht jemand, der wie ein Rambo da rumstochert und eine Mine zum Explodieren bringen will. Wo sie auftauchen, bleibt kein Stein auf dem anderen. Reihe für Reihe geht quasi Peng, 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 Peng. Auch mit 65 Jahren ist sie noch ganz schön geladen. Innerlich bin ich schon sehr aufgeregt. Sprengstoff ist ihr Element. Die Gefahr gehört zum Berufsalltag. Egal, ob es ums Aufspüren oder Zerstören geht. Für diese Männer heißt es täglich Vorsicht, Explosionsgefahr. Dieses Fabrikgebäude ist das letzte Überbleibsel einer Ära. Hier in Eindhoven hat der Elektronikkonzern Philips seine Wurzeln. In diesem Gebäude wurden früher Bildröhren für Fernsehgeräte entwickelt. Die Menschen kaufen heute Flachbildschirme. Darum wird dieses Gebäude jetzt auch platt gemacht. Michael Hamann und sein Team sind für diesen Job extra aus Deutschland angereist. Denn in den Niederlanden gibt es keine Sprengmeister mit der notwendigen Erfahrung, um dieses Gebäude zu zerstören. Die deutschen Profis sind bereits seit mehreren Tagen im Einsatz und bereiten die Sprengsätze vor. Das ist quasi dieser Sprengstoff, der aussieht wie feiner Puderzucker. Die gelben Zündschnüre enthalten 40 Gramm Sprengstoff pro Meter, die roten 100 Gramm. Genau nach Sprengplan schneidet das Team die Schnüre auf die richtige Länge und bringt die Zünder an. Das ist jetzt so, das ist jetzt beim Dranmachen irgendwie. Da kann nichts passieren. Ja? Nur wie gesagt, durch Feuer ist gerade diese Sprengschnur sehr empfindlich. Ja? Deswegen, wie gesagt, darf hier nicht geraucht werden oder Feuer können in der Nähe gemacht werden. Da müssen wir halt ein bisschen aufpassen. Als Chef der Truppe trägt Michael Hamann die Verantwortung dafür, dass nichts Unvorhergesehenes passiert. Im ganzen Gebäude haben die Sprengexperten rund 700 Löcher gebohrt. Jetzt wird geladen. Jedes Bohrloch wird mit einem Sprengset bestückt. Trotz präziser Planung können Probleme auftauchen. Wenn die Arbeiter, die quasi das Haus gebaut haben, eine Panne gemacht haben oder ich sage jetzt einfach mal ein bisschen geschlampt haben, dann kann er zum Beispiel hinter dem, ich sag mal, dem Sprengmeister zum Verhängnis werden, ja? Dieser dicke Pfeiler besteht tatsächlich aus zwei Teilen. Die geplante 400 Gramm Sprengpatrone kann nicht verwendet werden. Die Explosion könnte außer Kontrolle geraten. Da geht halt darum, ist einfach zu starke Energie da. Ja? Und dann wird natürlich der Beton unwahrscheinlich rumstreuen. Und dann wird auch unsere Abdeckung nichts bringen. Ja? Und deswegen haben wir die Sprengstoffmenge gemindert. Und damit können wir am besten leben. Bis ein Sprengmeister so viel Wissen und Routine hat wie Michael Hamann, ist es ein langer Weg. Und meistens beginnt er hier. In Deutschlands einziger Sprengschule in Dresden. Die angehenden Sprengmeister lernen hier alles über explosive Stoffe, Gebäudesprengung, Pyrotechnik und Gefahrguttransporte. Aber hier werden auch Kampfmittelräumer ausgebildet. Wir wollen hier gemeinsam die Anwendung des Sprengzubehörs, das heißt all der Dinge, die wir zur Auslösung einer Sprengung benötigen, beginnend von der Zündmaschine über die Sprengleitung, die Zündleitung bis hin zu den entsprechenden Zündern üben und wollen natürlich, damit das auch den entsprechenden Effekt bringt, dabei einige Sprengungen auslösen. Günther Fricke ist Schulleiter in Dresden. Der studierte Waffentechniker und ehemaliger NVA-Soldat leitet den Anfängerkurs der Kampfmittelbeseitiger. Das wichtigste Lernziel für die Neulinge, immer auf Nummer sicher gehen. Es gibt Anforderungen, es gibt Regeln, es gibt Verfahrensweisen. Und wenn man sich an diese Dinge hält, dann bleibt, hört sich ein bisschen komisch an, dann bleibt ein gewisses Restrisiko. Aber die tägliche Arbeit ist an sich durchzuführen und das auch mit einem, denke ich mal, relativ guten Standard der Sicherheit, auf die Sicherheit bezogen. Die Schüler sollen heute verschiedene Testobjekte mit Zündern versehen. Ausbilder Fricke will zeigen, wie gefährlich und hochexplosiv schon diese kleinen Sprengladungen sind. Markus Geil muss eine Schweinepfote präparieren. Der gelernte Kfz-Mechaniker sieht seine berufliche Zukunft allerdings in der Kampfmittelbeseitigung.
Das muss ja jemand machen. Es ist definitiv so, unsere hier in Deutschland oder im Ausland gibt es Kampfflächen, die sind schwer belastet mit Kampfmitteln. Und irgendjemand muss das ja wegmachen. Irgendjemand muss die Verantwortung dafür übernehmen und sagen, jawohl, ich habe das Interesse, ich möchte es erlernen und dann die Sachen zu beseitigen. Simon Bender hat sich direkt nach dem Zivildienst für diesen Beruf entschieden. Nach einigen Zögern hat die Familie seine Entscheidung akzeptiert. Ich meine, wenn sich das jemand in den Kopf setzt und diesen speziellen Beruf erlernen will, wo er so viel Energie vielleicht reinstecken muss, dann wird er schon wissen, was er will. Und dann braucht man ihm auch nicht irgendwie zu erzählen, was er zu tun hat oder nicht zu tun hat. Und deswegen Akzeptanz einfach. Hab ich jetzt erfahren. So, meine Herren, dann stehen wir nochmal auf und dann gucken wir uns das nochmal an, was Sie hier fabriziert haben beim Herrn Bender. Sie haben eine Büchse mit. Luft. Also und was erwarten wir hier? Naja, Perforation der Büchse und ein bisschen Bauchstauchung und Ausbauchung der Büchse. Gut, ich habe eine Büchse mit Sand und erwarte mir, dass der Sand zu einem gewissen Anteil nach oben rausgeschleudert wird und die Büchse ausgedehnt wird durch die Sprengwerke. Ja, mal sehen, ob das zutrifft. So, beim Herrn Majunke, was haben wir da? Ja, durch die Verdichtung mit dem Wasser wird der Behälter wahrscheinlich total zerfetzt werden. Schauen wir mal. Mehrere Teile. So, und Herr Binder? Holzstück, das gleiche wie mit Wasser und verdämmt mit Sand, das auch kaputt geht. Sie meinen also auch, das Holzstück zerfledert vollkommen. So, und der Herr Geil hat das... Ja, wir simulieren hier die menschliche Hand und wollen mal sehen, was... Ja, es geht also darum, hier tatsächlich zu sehen, welche Auswirkungen das hätte. Ja, und daraus natürlich Schlussfolgerungen abzuleiten für den Umgang mit solchen explosionsgefährlichen Stoffen. Sobald die verschiedenen Objekte mit der Hauptzündleitung verbunden sind, kann die Testsprengung gezündet werden. In gebührender Entfernung im Sicherheitsbunker. Barnim Wolf zahlt die Umschulung selbst. Mit der Ausbildung in Dresden fängt er beruflich noch mal ganz von vorne an. Heute darf er die Leitung an den Zündcomputer anschließen. Damit ist der Stromkreis geschlossen. Mit der Kurbel erzeugt er die notwendige Spannung. So, und die Sprengung auslösen. Und zählen. 3, 2, 1, Zündung. Das Ergebnis der Testsprengung zeigt, allein die Zünder haben eine enorme Sprengkraft. Simons ungefüllte Dose ist vollkommen zerfetzt und die Schweinepfote sieht nicht viel besser aus. Also das könnte hier Ihre Hand sein und so würde sich also die Wirkung eines Sprengzünders auf Fleisch, in dem Fall hier eine Schweinepfote, aber es könnte wie gesagt auch durchaus was Menschliches sein. Und wenn man die Welt ein klein bisschen, ein kleines Stück weit von Waffen befreien will, dann muss man vielleicht auch eine Gefahr dafür in Kauf nehmen. Und die Familie hat dann eben auch gesagt, naja, also hättest du ja auch was Ungefährlicheres ausdenken können, aber ist schon klar, wenn du das machen willst, dann ziehst du das sowieso durch und dann sieh, dass du es wenigstens anständig lernst. Entscheidend bei der Ausbildung ist die Theorie. Die Schüler müssen sich die unterschiedlichsten Zündsysteme und Bombenarten einprägen. Nur mit diesem Wissen können die Kampfmittelräumer später einen Blindgänger richtig einordnen und entschärfen. Wenn du keine Theorie hast, dann kannst du genauso gut ein Butler sein. Und ein Butler wird früher oder später, wenn er hier draußen in deutschen Wäldern buttelt, kann es gut sein, dass er das zum letzten Mal gemacht hat. Und die Theorie, das ist das Nonplusultra. Im Bombenkabinett der Dresdner Sprengschule lagern über 2500 Bomben und Granaten aus aller Welt. Im Zweiten Weltkrieg verwendeten allein die Alliierten über 200 Bombenarten und mehr als 120 Zündsysteme. Ehrfürchtig staunend begutachten die Schüler auch eine der größten Sprengbomben, die im Zweiten Weltkrieg mit dem Fallschirm abgeworfen wurde. Die enorme Zerstörungskraft beruhte vor allem auf der Luftdruckwelle der Explosion. Im Umkreis von 100 Metern hielt kein Gebäude stand. Ja, also umgangssprachlich auch als Luftmine bezeichnet. Kaliber 4000 Lips, 2000 Kilo in etwa. Davon etwa 1,6 Tonnen Sprengstoff. Dieser Teil, den wir hier sehen, war also vollkommen mit Sprengstoff gefüllt. Und es fehlt etwa ein Drittel im hinteren Bereich, der einfach leer blieb und in diesem Sinne als Hohlleitwerk fungierte. So, bis hierher Fragen Ihrerseits oder nur Staunen?
Im Zweiten Weltkrieg fielen rund 2 Millionen Tonnen Sprengstoff auf Deutschland. Dresden im Februar 1945. In nur wenigen Tagen zerstörten 4000 Tonnen Bomben die Stadt. Die Zerstörungskraft war gigantisch. Aber jede fünfte Bombe, die auf Deutschland geworfen wurde, detonierte damals nicht. Wie viele Blindgänger bis heute unentdeckt sind, ist völlig unklar. Im Großraum Köln findet man jedes Jahr noch rund 60 Blindgänger. Helmut Bauer ist für die Entschärfung zuständig und das seit 25 Jahren. Er hat seinen Job bei der Bundeswehr gelernt. Als erstes muss er die Bombe identifizieren. Das ist eine amerikanische 20-Zentner-Bombe, 2 Zündsysteme. Wir werden jetzt die Bombe anschäkeln und werden die mit dem Bagger höher verbringen, weil die Bombe im Grundwasser liegt und es wird nicht lange dauern, vielleicht eine halbe Stunde, dann würde die Bombe mit Wasser bedeckt sein. Und ich habe also keine Lust, mir nasse Füße zu holen. Deswegen wird die Bombe jetzt gehoben, wird ober so ungefähr 2 Meter höher auf einen Absatz gelegt und dann kann man die Bombe in Ruhe entschärfen. 65 Jahre lag der Koloss unentdeckt im Boden. Aber das Alter macht die Bombe nicht weniger gefährlich. Die Bombe ist ungefähr 5 Meter über den Rheinkies gelaufen und dann können natürlich dicke Steine, können die Zündsysteme so deformieren, dass wir schon in die Windegänge Schauchungen haben und wir Probleme bekommen, den Zünder gut rauszudrehen. Die Bombe ist freigelegt und Helmut Bauer kann mit seiner Arbeit beginnen. Die Polizei muss jetzt nur noch die angrenzenden Gebiete absperren. Auf dem Abrissgelände in Holland inspiziert der Chef des Sprengbetriebs jetzt persönlich die Vorbereitungen. Helmut Roller ist seit 45 Jahren im Geschäft und für die Sprengplanung zuständig. Seine Erfahrung ist seine Lebensversicherung. Die Sprengung ist die sicherste, die ungefährlichste Abbruchmethode, die wir haben. Weil bis zum Schluss wird ja am Gebäude nichts verändert. Man muss nicht in die Höhe. Die Aktivitäten finden unten meistens statt. Und wenn dann der eigentliche Abbruch losgeht, das ist der Moment der Sprengung, da sind alle in Sicherheit. Die Sprengplanung einer solch großen Fabrikanlage ist auch für den Chef eine Herausforderung. Ursprünglich hatte ich vorgehabt, dass diese beiden Türme zur Seite nach außen wegkippen sollten, während das langgestreckte Gebäude zu einer Seite sich bewegt. Und das ging aus einem Grund nicht, bei einem dieser Türme, weil da, wo er eigentlich hinfallen sollte, nämlich zur Seite hin, da stehen Bäume, die nicht beschädigt werden dürfen. Also kann nur ein Teil den leichteren Weg nehmen. Das ist also einfacher, den von dem langen Gebäude wegkippen zu lassen. Damit der Außenturm wie geplant kippen kann, muss erst noch die Nachbarruine weg. Niemals dürfen 2 Gebäude aufeinander fallen. Die Trümmer könnten unkontrolliert umherfliegen. Sieht man ja auch jetzt hier so die Abdeckungen, dass die jetzt schräg hochlaufen. Ja, das heißt, dass wir quasi den Keil von der Ecke aus bis zu dieser Ecke hoch gemacht haben. Das heißt, in diesem Bereich werden die Stützen alle gesprengt. Und das Gebäude wird dann von hier aus gesehen links rüberkippen. Aber vorher gibt es beim Laden im Gebäude noch ein Problem. Die Männer sind auf einen zusätzlichen Eisenträger gestoßen. Mit der normalen Menge Sprengstoff ist es hier nicht mehr getan. Damit wird der Pfeiler nicht vollständig zerstört. Die einzige Lösung, ein zusätzliches Bohrloch. Auch die Arbeit mit dem schweren Gerät erfordert Fingerspitzengefühl. Aus statischen Gründen darf der Bohrer nur exakt bis zur pinkfarbenen Markierung eindringen. Manchmal waren so Stützen, wo habe ich gebraucht, die eine Stütze, gut über eine Stunde, die fünf Loch. Ne? Aber manchmal, das geht so schnell, da kann man nicht rechnen, da ganz genau sagen, für 100 Loch brauche ich, sagen wir, 5 Stunden oder für 100 Loch brauche ich 20 Stunden. Ne? Doch dieses zusätzliche Bohrloch ist schnell erledigt. Die zusätzliche Sprengladung ist verstaut und der Countdown bis zur Sprengung kann weiterlaufen. Sie sprengen alte Gebäude oder entschärfen Blindgänger aus dem Krieg. Ihr Job ist hochexplosiv. In der Sprengschule Dresden lernen Berufsanfänger, wie man mit Sprengstoff sicher umgeht. In seinem Anfängerkurs bereitet Günther Fricke die Schüler auf den Beruf des Kampfmittelbeseitigers vor. In diesem Lehrgang liegt der Schwerpunkt heute auf dem Sondieren, dem Aufspüren der Munition.
Ein Suchtrupp besteht immer aus zwei Personen. Markus übernimmt den Part des Sondierers. Sein Einsatzgebiet ist das schuleigene, dauerkontaminierte Übungsfeld. Der Sondierer, wie ich das schon sagte, ist eigentlich der Kollege, der alles, was dort im Boden sich befindet, auch finden muss. Und ihm kommt an sich ein sehr hoher Stellenwert zu, denn was er nicht findet, was er nicht für seinen Kollegen dort anzeigt, das bleibt halt im Boden und das soll ja nicht passieren. Wir wollen ja alle Störkörper beseitigen. Markus benutzt eine spezielle Sonde. Sie sendet elektromagnetische Wellen ins Erdreich und reagiert akustisch, sobald Metall das Signal reflektiert. Jetzt noch Simon. Simon ist der Angreber. Theoretisch kann auch ein Kronkorken das Tonsignal auslösen. Aber er muss immer mit einem Munitionsfund rechnen und sich vorsichtig herantasten. Das Freilegen des Munitionskörpers ist auch ein Knackpunkt, an dem man absolut aufpassen muss. Und hier ist wiederum der Sondierer gefragt. Er möchte also relativ genau die Lage des Munitionskörpers seinem Kollegen beschreiben und auch die Tiefe. Auf dem Leerfeld liegt keine scharfe Munition. Trotzdem müssen die Schüler das Metallteil so vorsichtig ausgraben, als wäre es explosiv. Das richtige Feingefühl entsteht nur durch Übung. Worum handelt es sich hier? Ja, ich würde sagen Panzersprenggranate. Gut, alles klar. Alle Anzeichen dafür. Gibt es weitere Hinweise, wo man noch drauf achten müsste? Im unteren Bereich, fassen wir mal rüber. Naja. Das ist auf jeden Fall ein Blindgänger. Es ist schon mal durch ein Rohr gegangen. Die Führungsbänder sind angeschnitten auf jeden Fall. So, wunderbar erkannt. Ich bin nicht jemand, der wie ein Rambo da rumstochert und eine Mine zum Explodieren bringen will, sondern ich bin mir der Gefahr bewusst, setze mich auch bewusst der Gefahr aus oder setze mich mit der Gefahr auseinander und denke mal, ist die beste Voraussetzung, um halt einfach jegliche Kampfmittel zu beseitigen. Im Ernstfall ist das Entschärfen von Kampfmitteln ein lebensgefährlicher Job. Allein der Sondierkurs dauert in Dresden 3 Wochen. Es gehört auch ein großes technisches Wissen dazu, was uns theoretisch dann beigebracht wird. Und das übertrifft sozusagen also die Erwartungen schon um einiges, weil so schwierig, in Anführungszeichen, hätte ich mir das nicht vorgestellt. In der Sprengschule Dresden werden auch Gebäudesprenger ausgebildet. Jörg Rennert unterrichtet die zukünftigen Sprengmeister. Mike Büring arbeitet seit über 10 Jahren im väterlichen Sprengbetrieb mit und möchte ihn später einmal übernehmen. Neben der täglichen Praxis im Job lernt er hier wichtige Spezialtechniken. Der Job ist wahnsinnig interessant und er macht mir selber sehr viel Spaß. Und um mich weiter zu qualifizieren in meinem sprengtechnischen Bereich, da ich noch viel lernen muss, nehme ich an diesem Kurs für Schneidladungen teil. Wir haben hier eine ganze Reihe von Schneidladungen oder 2 verschiedene Arten von Schneidladungen mitgebracht. Das eine ist der Linearkater, das ist also eine starre Schneidladung. Und darüber hinaus haben wir hier noch eine flexible Schneidladung, das ist der Linear, oder das ist die Schneidladung Blade, vom Typ Blade. Beide Schneidladungen setzt man ja ein, das ist Ihnen ja bekannt und den anderen genauso, zum Schneiden von Metallen, wenn man also Metallkonstruktionen sprengen möchte. Dann ist das ja mit herkömmlichen Sprengstoffen nur sehr schwer möglich und Schneidladung eine relativ elegante Möglichkeit. Was wir heute machen wollen, ist, dass wir diese beiden Schneidladungen an 2 kleinen Objekten uns mal anschauen wollen. Wir haben hier 2 Bleche mitgebracht, die unterschiedliche Stärken haben. Es wird also etwa hier 8 bis 10 mm Stärke haben und dieses Blech ähnlich. Das ist ein ganz kleines Mühe kleiner oder schwächer. Und wir wollen diese beiden Ladungen auf diese Bleche aufbringen und uns dann mal anschauen, wie diese Schneidladung ihre Arbeit leisten kann. Jörg Rennert leitet die Sprengschule gemeinsam mit Günther Fricke. Er hat Technische Chemie an der Uni Dresden studiert und ist seit 1992 Dozent an der Schule. Um Metall mit einer Sprengladung zu zerschneiden, wird der Sprengstoff mit Kupfer ummantelt. Die Detonation sorgt dafür, dass der Sprengstoff das Kupfer wie einen Nagel in das Metall treibt und es zerschneidet. Damit der Stahl vollständig durchtrennt wird, muss die Ladung über die gesamte Länge angebracht werden. Gezündet wird die Ladung mit einem elektronischen Zünder, einem Minicomputer. Die notwendigen Sprenginformationen werden über den sogenannten Logger einprogrammiert. Typisch für die Gebäudesprengung sind Zündverzögerungen. So, wir haben jetzt die 5000 Millisekunden eingestellt. Man kann das sehen, Einheit Millisekunden 5000. Und jetzt muss man diese Zündzeit einfach nur noch bestätigen, um die entsprechende Zündzeit zuzuweisen. Und dafür wird diese Bestätigungstaste hier gedrückt.
Es sind sehr lange Kurse, es sind ausgiebige Kurse. Und wenn man Fragen hat, wird man locker so ein, zwei Stunden mal überzogen am Tag. Also das ist hier bei dieser Schule schon optimal. Im Sicherheitsbunker verbindet Jörg Rennert den Logger mit dem eigentlichen Zündcomputer. Der Zündkreis ist damit geschlossen. Wäre irgendwo ein Fehler, würde die Software Alarm schlagen. So, wir haben den Menüpunkt Programmieren ausgewählt, würden den bestätigen. Programmierung läuft. So, fertig zum Zünden. 3, 2, 1, Zündung. Das war's. Wie mit einem Messer ist die 10 mm dicke Stahlplatte durchtrennt. So, nun könnte man sich natürlich noch mal die Frage stellen, warum an diesen Stellen die Schnitttiefe anders ausgebildet ist, als das hier der Fall ist. Dort wurden die Abstandshalter gesetzt. Genau, ne? Hier haben wir also die Abstandshalter gehabt und deswegen wurde die Ausbildung des Stachels hier etwas behindert, was jetzt nicht eine dramatische Auswirkung auf das zu trennende Objekt hat, aber was man auf jeden Fall mit berücksichtigen muss, wenn man zum Beispiel die Ladung sehr knapp dimensioniert. So, hier kann man den Schnitt sehen. Der Schnitt ist sehr gut ausgebildet in dem Bereich, wo die Schneidladung wirken konnte. In diesem Bereich konnte die Schneidladung nicht wirken, da hier die Zünderanbringung stattgefunden hat. Und die erforderliche Anlaufphase, die durch den Überstand der Schneidladung normalerweise gewährleistet wird, hier nicht realisiert wurde, weil die Ladung ja gerade so lang war, wie auch das zu trennende Objekt. Mike weiß, dass er nur hier zum Meister wird. Aber eigentlich ist er eher der Praktiker. Ich muss halt den Diesellehrgänge besuchen, um meinen Stempel zu kriegen unter der Urkunde, dass ich das sprengen darf. Ein altes Zechengelände in Neukirchen-Flühen am Niederrhein. Heute soll der 80 Meter hohe Schornstein gesprengt werden. Das ist der Arbeitsalltag von Mike Böhring. Gemeinsam mit seinem Vater wird er den Turm zu Fall bringen. Ja, das gehört eine ganze Menge dazu. Ist genau wie mit dem Führerschein. Mit dem Führerschein kann ich schon lange kein Auto fahren. Mit dem Sprengschein ist es eben noch ein bisschen extremer. Da gehört eine Menge Erfahrung dazu. Ich habe es auch nicht von heute auf morgen gekonnt. Ja. Ich bin jetzt 25 Jahre im Geschäft, ich lerne immer noch dazu. Sie lernen bei unserem Job nicht aus und sie machen immer neue Erfahrungen. Egal was ist, ob das dem Schornstein wieder heute war oder ob das ein anderer Schornstein ist. Bevor Vater und Sohn mit der Sprengung beginnen, schlägt ein Bagger spezielle Fallschlitze in die Steinmauer. Das schwächt die Statik des Turms. Mike Böhring bringt dann die Bohrlöcher an der Seite an, auf die der Turm später kippen soll. Für einen Turm dieser Größe braucht er 40 Sprengladungen. Mit reiner Muskelkraft stemmt Mike den schweren Bohrer. Der Vater hat den Sohn bei jedem Arbeitsschritt im Auge und prüft genau, ob der angehende Sprengmeister auch alles richtig macht. Beibringen muss man ihm, denke ich mal, noch eine ganze Menge. Ja, so lange ist er auch nicht mit im Geschäft. Er sprengt zwar auch schon hier und da mal selbstständig, aber ich sag mal, jeder Schornstein, ob der nur bis 10 Meter hoch ist oder ob der jetzt 100 Meter hoch ist, es ist immer wieder eine Herausforderung. Jeder Schornstein ist nicht gleich. Ja, sie haben immer ein Restrisiko bei. Man kann eben nur was lernen, wenn man draußen in der Praxis so mit bei ist. An Praxis mangelt es Mike nicht. Seit über 10 Jahren arbeitet er im väterlichen Betrieb. Vater und Sohn füllen die Bohrlöcher mit Gelamon, einem Standardsprengstoff für Gestein und Mauerwerk. Insgesamt verstauen sie 25 Kilo des explosiven Materials. Jede Patrone hat einen eigenen Zünder. Anschließend wird jedes Bohrloch mit ganz normalem Bauschaum versiegelt. Damit bei der Sprengung möglichst wenig Gesteinssplitter umherfliegen, wird der Rumpf des Turms mit speziellen Schutzmatten, Vlies und einer Lage Maschendraht verkleidet. Auch in Holland verdichten Michael Hamann und sein Team die Sprengsätze. Allerdings haben sie ganze 700 Bohrlöcher mit Bauschaum zu füllen. Die Abdichtung der Sprenglöcher sorgt dafür, dass die Kraft der Explosion nicht verpufft. Das ist wie bei einer Kanone. Da kommt auch Treibladung rein, Kugel drauf, dann wird es nochmal verdichtet und dann macht es Bang. Und so ist er quasi hier auch. Ja, sonst wird die Kugel nicht weit fliegen, die wird nur Plöpp vorne machen. Noch knapp 20 Stunden bis zum Big Bang. Michael Hamann schaut sich auf dem riesigen Areal schon mal nach einem Platz um, von wo er die Sprengung sicher auslösen kann.
Ja, wenn es natürlich möglich ist, wenn natürlich da vorne das Gebäude, da ist oben so ein kleiner Turm drauf. Ja, von da aus würde ich natürlich gerne die Sprengung auslösen können, ja. Auf dem Lehrplan der zukünftigen Kampfmittelbeseitiger in Dresden steht dieses Mal eine Bombenentschärfung. Mit eigenen Händen dürfen die Schüler sich noch nicht an die alte Fliegerbombe wagen. Deshalb demonstrieren ausgebildete Truppführer den Ernstfall. Es gibt drei Standardprozeduren. Erst also entsichert und der Druckteller liegt nicht an. Das wäre also dieses Teil. Und wir müssten die Zange dann so ansetzen, dass wir tatsächlich nur den Zünderkörper erreichen. Auf keinen Fall am Druckteller. So, wir probieren das mal. Bitte. Die Rohrzange ist die schwerste und gefährlichste Methode. Sitzt der Zünder fest, gibt es für den Entschärfer aber kaum eine Alternative. Ohne Sicherheitsabstand muss er den Zünder lösen. Und dieser hat im Ernstfall schon alleine genug Sprengstoff, um den Experten zu töten. So, meine Herren, diese Verfahrensweise, dass wir hier um die Bombe herumstehen, soll aber auf keinen Fall dazu führen, dass also irgendwann mal jemand sagt, wir entschärfen eine Bombe, jeder, der Zeit hat, kommt vorbei und stellt sich möglichst nah ran. Im Normalfall sind hier also zwei Personen anwesend. Bei der zweiten Entschärfungsvariante wird eine Seilscheibe benutzt. Diese Methode gilt als sicherer. Die Vorrichtung wird direkt auf den Zünder geschraubt. Danach kann sich der Entschärfer aus dem unmittelbaren Explosionsbereich entfernen. Das Seil ermöglicht es, den Zünder aus einer sicheren Distanz herauszudrehen, während sich der Techniker im Ernstfall hinter einer Schutzvorrichtung verschanzt. Die sicherste Methode, einen Zünder zu entfernen, ist die Verwendung der Raketenklemme. Auch sie wird direkt auf dem Zünder montiert. Dann werden an beiden Seiten der Klemme Schwarzpulverpatronen befestigt. Sobald sie gezündet werden, entsteht eine Rückstoßwirkung, wie bei einer Turbine. So wird der Zünder aus sicherem Abstand aus der Bombe gedreht. Wenn ich die Möglichkeit habe, dann sollte ich eine Fernentschärfung anwenden. Das ist also ein Grundsatz. Und nur in Ausnahmefällen nehme ich also die Rohrzange und muss in diesem Fall also sicher gehen, dass also beim Herausschrauben sich keine weiteren Komplikationen einleiten. Doch das Entschärfen funktioniert nicht immer nach Lehrbuch. Zum Glück ist Helmut Bauer ein gestandener Profi. 300 Entschärfungen gehen bereits auf sein Konto. Er weiß, was bei der Fliegerbombe am Rhein zu tun ist. Wir können also da nicht mit einer Zange arbeiten. Über diesen Schlüssel wird im Endeffekt der Bodenzünder festgeklemmt. Und über Linksgewinde und den dazugehörigen Ringschlüssel wird der SAP-Schlüssel so auf die Bombe festgedrückt, dass wir problemlos das Zündsystem aus der Bombe rausdrehen können. Während Helmut Bauer die Entschärfung vorbereitet, sperrt die Polizei das Gelände im Umkreis von einem Kilometer vollständig ab. Der Kampfmittelräumdienst im Regierungsbezirk Köln ist auch 65 Jahre nach Kriegsende noch rund 60 Mal pro Jahr im Einsatz. Jedes Mal müssen ganze Wohngebiete evakuiert und Hauptverkehrsstraßen gesperrt werden. Am Kölner Rheinufer ist es jetzt wie ausgestorben. Sogar die Schifffahrt ist eingestellt. Nur Helmut Bauer und ein Kollege sind jetzt noch in der Gefahrenzone. Es dauert genau 40 Minuten. Dann ist die Gefahr gebannt. Beide Auflachzünder waren geschärft. Warum die Sache nicht detoniert ist, vielleicht weil die so tief eingedrungen ist in die Schlickschicht, hat also keinen Widerstand gespürt. Und darum hatten wir also zwei Versager in den Zündsystemen. Die Zündsysteme konnte man also fast mit der Hand rausdrehen. Die waren also nirgendwie verklebt oder verdeppert. Man sieht auch an den Windegängen, die sind also hundertprozentig frei, da ist kein Rost drin. Die Sache war also sehr einfach zu bewerkstelligen. Helmut Bauer lässt die explosiven Zünder gar nicht erst abtransportieren. Zu gefährlich. Die Zünder enthalten 80 Gramm Sprengstoff und werden in einem Erdloch direkt vor Ort gesprengt.
Diese Explosion ist harmlos. Wenn die Bombe detoniert wäre, hätte man also schon einen Trichter, einen Krater, der sich so zwischen 15 und 20 Meter im Durchmesser bewegt und 4-5 Meter tief. Also müssen wir denken, sie haben hier rund 10 Zentner Sprengstoff drin und die rappeln ganz schön ab. Nun geht der Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg auf seine letzte Reise. Ohne Zünder ist die Bombe ungefährlich. Helmut Bauer hat seine Mission erfüllt und wieder einen Einsatz überlebt. Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg werden in einem Spezialbetrieb wie der GK in Münster vernichtet. Eine Spezialsäge schneidet hier die Stahlhülle mitsamt dem Sprengstoff in Scheiben. Der explosive Inhalt kann dann in kleinen Portionen entnommen und kontrolliert verbrannt werden. Kleine Granaten mit einem Gewicht von bis zu 2,5 Kilo werden dagegen in einem Stück entsorgt. Sie explodieren in einem speziellen Sprengofen. Er ist so konzipiert, dass er der Explosionswucht ohne Probleme standhält. Der Betrieb in Münster ist der einzige in Deutschland, der auch chemische Kampfmittel entsorgt. Allein in den letzten 10 Jahren zerstörten die Experten über 10.000 alte Granaten mit chemischem Kampfstoff. Jede einzelne Granate ist für die Mitarbeiter eine hochgefährliche Aufgabe. Denn oft wissen sie nicht, was sie erwartet. Jeder Munitionsfund, der chemischen Kampfstoff enthalten könnte, muss daher zunächst durchleuchtet werden. Der gelernte Feuerwerker Uwe Ziesmer überwacht die Durchleuchtung. Das Röntgenbild liefert ihm die wichtigsten Informationen. Wir sehen, dass wir hier eine bezündete Granate haben mit einem Zündersack und Detonator und einer Diagonalen, woraus wir schließen, dass es eine flüssige Füllung ist. Wir können noch keine Rückschlüsse auf den Inhalt ziehen. Das können wir erst, wenn die Granate mit der Fräse geöffnet wird. Die Fräse befindet sich in dem sogenannten Delaborierstand. Obwohl die Mitarbeiter hier mit chemischen Substanzen wie Phosphogen, Sarin oder Lost täglich zu tun haben, wird diese Arbeit nicht zur Routine. Ein mulmiges Gefühl hat man immer, aber das ist halt so, dass man keine Angst haben darf, sondern nur Respekt vor der Sache. Wenn man mit Angst da reingeht, dann macht man grundsätzlich irgendwas verkehrt. Genau 30 Minuten haben die Experten, um die Giftgasgranate in die Fräse einzuspannen. Das Zeitlimit hat nichts mit dem Gift zu tun. Die Anzüge sind das Problem. Sie sind hermetisch verschlossen. Länger als eine halbe Stunde hält der menschliche Körper diese Beanspruchung nicht aus. Durch die Röntgenaufnahme wissen die Mitarbeiter, wie hoch das Gift in der Bombe steht. Entsprechend justieren sie die Fräse. Gesteuert wird die Zerstörung der Giftgasgranate aus dem Kontrollraum. Jetzt darf niemand mehr im Delaborierstand sein. Selbst die Schutzanzüge würden dem austretenden Giftgas nicht mehr standhalten. Das ausströmende Giftgas wird aus der Kammer abgesaugt und in speziellen Luftfilteranlagen neutralisiert. Egal um welche Bombenart es sich handelt, am Ende bleibt ein Haufen Schrott. In Münster werden jährlich 1000 Tonnen Munition vernichtet. Überreste aus dem Zweiten Weltkrieg, nur aus Deutschland. Vorsicht, hochexplosiv. Für Gebäudesprenger gehört das Risiko zum Geschäft. Michael Hamann und sein Team haben die letzten Tage durchgearbeitet. Der Zeitplan erlaubt kaum eine Pause.
In Holland wurde erst einmal ein Gebäude dieser Größe gesprengt. Schon Stunden vor dem Sprengtermin sperren Polizei und Ordnungsamt das Gelände in Eindhoven rundherum ab. Sprengmeister Michael Hamann ist jetzt durchgehend 24 Stunden vor Ort. Bei solchen Objekten muss man auf jeden Fall muss ein Sprengbefähigter mit da auf der Baustelle sein. Hier wird natürlich durch eine Security-Firma und auch durch die Polizei wird weiträumig natürlich alles abgesichert. Aber es muss trotzdem ein Sprengbefähigter auf der Baustelle sein. Ne? Die Pommesbude verrät es. Diese Sprengung wird ein Volksfest. Dennis van Dinten, Abbruchexperte aus Holland, weiß, warum es die Menschen hierher zieht und warum die Sicherheitsmaßnahmen besonders hoch sind. Die wissen nicht, was passiert. Die sind da nicht mehr gewöhnt. Das ist ganz anders als in Deutschland. Ist es eine gewöhnliche Abbruchmethode. Aber hier in Holland nicht. Da kommt eine Menge Publik kommt darauf. Ich denke 10.000, 15.000 Leute kommen das anschauen. Also das wird schon ein Spektakel. Günther Fricke schickt seine Schüler nicht nach Hause, ohne ihnen hautnah zu zeigen, warum der Job als Kampfmittelräumer bis heute so wichtig ist. Der gesamte Kurs geht zum Abschluss ins Militärhistorische Museum in Dresden. Der Besuch soll die Schüler für die Vergangenheit und für ihre zukünftigen Aufgaben sensibilisieren. Es ist natürlich so, dass also die Lehrungsteilnehmer hier sehr konkret sehen, welche zerstörerische Wirkung diese Munition hat und davon ausgehend halt wissen, was wir hier tun und wie wir damit umgehen sollten. Der erste Schritt auf dem Weg zum Kampfmittelräumer ist getan. Für Markus und Barnim ist klar, dass sie ihren Traumberuf gefunden haben. Jetzt weiß ich schon, was hier in Deutschland noch an Aufräumarbeiten eigentlich zu erledigen sind und habe mitbekommen, dass hier wirklich fähige Leute unterwegs sind, wo das auch machen. Und ich wäre froh, wenn ich mir so einer Truppe anschließen könnte, um erst auch mal Erfahrung zu sammeln und zu lernen. Ich habe wirklich viel gelernt und ich habe vor allen Dingen gelernt, wie viel ich noch dazu lernen muss. Und solange die Weiterentwicklung der Waffentechnologie nicht aufhört, wird man in dem Geschäft sowieso nie ausgelernt haben. Am Niederrhein können Vater und Sohn Büring ihre Sprengung bald auslösen. Jetzt werden nur noch die angrenzenden Öltanks leer gepumpt. Das Risiko ist zu hoch, dass die Tanks beschädigt werden und austretendes Öl den Boden verschmutzt. Vor herumfliegenden Splittern schützt zusätzlich noch ein Wall aus Schutt und Steinen. Wenn der steht, kann der Schornstein fallen. Ein bisschen Optimist muss man sein, wenn sie dann so rangehen und sagen, oh, ich weiß schon hin und her und ich bin mir nicht sicher, dann brauchen sie den Job nicht machen. Sie müssen davon überzeugt sein, das, was sie machen, das muss funktionieren. Und wir haben hier genügend Tiefschläge. Ja. Wenn der Schornstein sich Richtung Westen hier neigt, dann sind wir auf der sicheren Seite und wissen, dass wir alles richtig getan haben. Die Zündung erfolgt aus sicherer Entfernung. In wenigen Sekunden verwandelt sich der 80 Meter hohe Schornstein in einen Haufen Bauschutt. Sobald Mike die Hauptzündleitung mit der Zündmaschine verbunden hat, läuft der Countdown. Mike ist ja beinahe schon ein Profi, aber Vater Karl-Heinz kontrolliert die Arbeit des Sohnes bis zum Schluss ganz genau. Drei, zwei, eins, Sprengung. Auftrag ausgeführt. Der Schornstein ist weg. Jetzt ist Vater Karl-Heinz endgültig überzeugt. Mike wird den Betrieb eines Tages erfolgreich weiterführen.
Wenige Stunden vor der großen Explosion in Holland müssen die Sprengexperten nochmal Präzisionsarbeit abliefern. Alle 700 Zünder müssen nach Plan miteinander verbunden werden. Ja, und so machen wir das natürlich mit jeder Säule, die jetzt hier vorhanden ist im Raum. Wir ziehen quasi alle Strippen runter damit, also alle Zünder. Und die werden dann nochmal Reihe für Reihe werden die nochmal unter sich verzögert. Die Verzögerung bewirkt, dass das Gebäude ähnlich wie bei einer Kettenreaktion zusammenfällt. Nur die äußeren Stützen werden nicht gesprengt. Sie wirken wie ein Gelenk. Über sie knickt das Gebäude später ab. Die Zündverbindungen bilden ein regelrechtes Kabelnetz, das sich durch das gesamte Gebäude zieht. In der Hauptzündleitung laufen alle Verbindungen zusammen. Jetzt dürfen sich nur noch Michael Hamann und ein Kollege im Gebäude aufhalten. Sie müssen alle einzelnen Verbindungen überprüfen. Denn der kleinste Fehler kann den kontrollierten Einsturz gefährden. Man hat quasi nur seine Augen zum Überprüfen und seine Hände zum Kühlen. Aber ansonsten, wie gesagt, ist ein absolut sicheres System und ja gut, eine gesunde Nervosität. Aber Nervosität darf die Konzentration nicht beeinträchtigen. Als Sprengmeister trägt Michael Hamann die Verantwortung bei diesem Projekt. Obwohl sein Team alles dafür getan hat. Eine hundertprozentige Sicherheit, dass alles nach Plan verläuft, haben die Sprengexperten nie. Sollte natürlich irgendeine Verbindung nicht ausgelöst haben durch Steinflug etc., ja, dann bin natürlich ich die Person, die dann hier reingeht und natürlich auch diese Verbindung wiederherstellt. Ne? 2 Stunden vor der geplanten Sprengung gibt es plötzlich ein Sicherheitsproblem. Einige Schutzmatten haben sich gelöst. Die dicken Gummimatten halten den Stein- und Splitterflug bei der Detonation zurück. Ohne diesen Schutz könnten die Trümmerteile meterweit fliegen, im schlimmsten Fall bis ins Publikum. Also müssen die Matten sofort wieder angebracht werden. Das Publikum hat sich bereits versammelt. Diese Sprengung ist für die Niederlande ein echtes Event. Auch die lokale Presse ist unter den Schaulustigen. Und für manchen Zuschauer ist das Gebäude mehr als eine alte Industrieruine. Ich habe dort 10 Jahre gearbeitet. So, es ist speziell heute. Ich habe sowas noch nicht gesehen. Es ist einzigartig für Holland. Ich möchte schauen, wie ein Stück Eindhovener Geschichte gesprengt wird. Weil mein Vater, die ist der Sprengmeister, der das Gebäude explodieren lässt. Das ist vielleicht sein letztes Mal, dass er so etwas macht. Michael Hamann und sein Team kriegen den Rummel an der Absperrung gar nicht mit. Doch auch ohne Zuschauer steigt beim Sprengmeister so langsam die Spannung. Mit der Konzentration, das hält eigentlich alles hin. Also das ist gerade für diesen Tag, kann man sagen, unseren Sprengtag ist ja bald soweit. Also da hat man doch ein bisschen mehr Adrenalin im Körper, wo man sagen kann, gut, paar Minuten aushalten, gleich geht's los. Noch 10 Minuten, dann wird das 120 Meter lange und 40 Meter hohe Gebäude dem Erdboden gleichgemacht. Später sollen hier Wohnhäuser gebaut werden. Das Team vergewissert sich zum Schluss, dass es auf dem Gelände keine Strommasten gibt. Denn fremde Stromquellen könnten den Zünder unkontrolliert auslösen. Ja, jetzt wird quasi der Startzünder wird jetzt angebracht, der quasi diese ganze Sprengung auslösen wird. Den werden wir hier vorne an dem ersten Gebäude auch anbringen, weil die Zündung nach links geht. Alles befestigt, alles klar. Alles feste, wir können starten. Michael Hamanns Kollege zieht die Hauptzündleitung zum geplanten Auslöseplatz. Aber dummerweise ist dieser gar nicht erreichbar. Ja, ich hätte ja gesagt, ja gut, da oben vom Dach aus wäre natürlich eine günstige Position gewesen. Nur wir sind da gerade mal abgegangen, also wir kommen gar nicht oben aufs Dach drauf, weil die alles zugeschweißt haben aus Sicherheitsgründen. Kurzerhand bezieht er neben dem Dach Position. Auch hier ist er geschützt vor Trümmern und Splittern. Dann läuft der Countdown, Zündkabel dran, aufladen und 120 Kilo Sprengstoff verrichten planmäßig ihr Werk.
Nur 1,5 Sekunden dauert die Sprengung. 1,5 Sekunden und der große Philips-Komplex ist Vergangenheit. Alles ist planmäßig verlaufen. Sogar die Bäume sind unversehrt. Der Sprengmeister gibt Entwarnung. Das Ende für die Sprengtruppe ist der Beginn für die Abbrucharbeiter. Nur wenige Minuten nach der Explosion starten sie mit den Aufräumarbeiten. Mit schwerem Gerät müssen sie jetzt die Unmengen von Schutt beseitigen. Ja, das ist auf jeden Fall so verlaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Das ist schon eine Herausforderung, dadurch, dass es halt 5 Einzelelemente waren am Gebäude. Und da war natürlich von der Zündung her, musste man natürlich absolut klar im Kopf sein. Also da musste absolut stimmen, weil da ging es um Millisekunden und nicht um Sekunden oder Minuten. Ja. Michael Hamann hat es wieder geschafft. Jetzt ist hier Platz für was Neues. Das ist eben sein Geschäft, Platz machen für Neues.